Ich bin Michael Skohle, eiserner Biker seit der ersten Stunde. Bei dem Wetter ohne Moped, das ist unsere Verantwortung, die wir haben. Nicht bei jedem Mistwetter auch mit der Karre unterwegs zu sein. Wir haben im Jahr auf alle Fälle immer zwei große Auswärtstouren, richtig lange, wo die möglichst viele von der Truppe mitkommen. Wir sind ja über 50 Mitglieder bei uns und dann haben wir Motorradtouren mit 25 Bikes ungefähr. Die haben wir immer, ansonsten kleine Gruppen. Naja, Leipzig, na, ist immer eine schwierige Kiste halt. Ja. Die Tour war super, sind mit dem Traditionszug wieder unterwegs gewesen. Ist ja ein Riesenerlebnis. Ansonsten Leipzig, Stadion, macht uns keinen Spaß. Zu Anfang keine Stimmung, ist einfach so. Aber diesmal sind wir dran mit ein paar Punkten. Und ich denke, wir sind diesmal so stark, so riesig stark, dass wir dazu auch in der Lage sind, auf alle Fälle was mitzunehmen. Achai, meine schönste Auswärtsfahrt bisher. Naja, da muss ich ganz, ganz, ganz lange weit zurücktreiben. Jetzt mal nicht im Rahmen der Eisernen Biker, sondern schon in den Zeiten, wo ich noch sehr, sehr jung war, in den 80er Jahren alt. Chemie Leipzig. Chemie Leipzig, die Spiele gegen den Abstieg, das war mein Highlight. Das war mein absolutes Highlight. Weil das ist Tradition, das ist Kult, das ist der totale Wahnsinn gewesen. Schon das Heimspiel hier und dann in Leipzig einfach Wahnsinn. Ja, ich möchte schon gerne, dass wir so schnell wie möglich wieder den Fußball erleben können. Wirklich so, wie wir ihn kennen, den Fußball erleben können. Wir brauchen das. Wir brauchen das ganz einfach, das gehört zu meinem Leben dazu. Schon immer zu meinem Leben dazu. Gerade unsere familiäre Zusammengehörigkeit zu fühlen in unserer Gruppe, bei den Eisernen Bikern und die ganzen anderen Fans, die da sind. Ich brauche das einfach.